Da sind wir wieder bei argonaut.tv, Ihrer Reisesendung im Internet. Und wie jedes Mal haben wir natürlich wieder einen Themenschwerpunkt für Sie vorbereitet. Diesmal heißt dieser Schwerpunkt: Wie plane ich denn meinen Urlaub? Denn es gibt ja mittlerweile so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Sie können einen Single-Urlaub in Angriff nehmen, Sie können als Familie unterwegs sein, Sie können das Ganze pauschal machen, das heißt, Sie nehmen ein vorgefertigtes Produkt. Oder Sie können sich das ganz individuell zusammenstellen. All das können Sie machen, all das können Sie natürlich bei argonaut sehr gerne machen. Und damit Sie da so eine kleine Entscheidungshilfe haben, haben wir erstens einen Experten eingeladen, der Ihnen die Möglichkeiten da mal ein wenig vorstellt. Und wir haben Erfahrungen, die wir Ihnen gerne mitteilen möchten. Diese Erfahrungen sind nicht von uns, sondern die sind von Gästen, die mit argonaut schon unterwegs waren. Und das Ganze natürlich wieder gemeinsam mit Uli, der jetzt nicht hier bei mir steht, weil er nämlich schon den ersten Gast hat und mit ihm plaudern wird. Also Uli, los geht's. Ja, danke Dirk. Frau Kaspers, herzlich willkommen in der Sendung. Sie sind schon mehrfach mit argonaut.de verreist und haben das Schwerpunktthema für sich quasi Wellnessreisen. Ja. Sie reisen, um sich zu erholen. Was haben Sie alles schon gesehen? Was haben Sie alles gebucht? Ja, ich bin häufig in der Türkei gewesen, weil da das Angebot aus meiner Sicht sensationell ist, was Preis-Leistungs-Verhältnis auch angeht. Die Massagen sind sehr gut. Es gibt auch medizinische Massagen, wenn man die dann möchte. Nicht nur mit Schwerpunkt Wellness, sondern auch im medizinischen Bereich. Und dann natürlich auch Ägypten. Ägypten ist für mich auch ein Land, wo sehr viel Wert darauf gelegt wird und auch die Hotels natürlich wirklich gut ausgestattet sind. Jetzt ist das Thema der heutigen Sendung ja Planung. Wie plane ich meine Reise am besten? Wann buchen Sie? Was buchen Sie dann genau? Worauf achten Sie, wenn Sie buchen? Vielleicht können Sie uns da ein paar Tipps geben. Ja, ich bin natürlich in der glücklichen Situation, nicht in den Hauptferienzeiten buchen zu müssen. Daher kann ich das auch ein bisschen, oder ich muss es ein bisschen zeitlich abstimmen mit meinem Beruf. Ich buche relativ kurzfristig, weiß aber ganz genau, was ich möchte. Also ich denke, das sollte auch jeder machen, dass er sich vorher fragt, was möchte ich, wo soll mein Schwerpunkt im Urlaub liegen, und das ist im Moment eben die Erholung. Und dann suche ich mir natürlich auch Hotels, die ruhig gelegen sind und auch entsprechend ausgestattet sind. Und da bietet das Internet natürlich sehr viel Informationen an. Ich kann virtuelle Rundgänge nutzen. Ich kann mich also schon sehr gut vorher informieren, was oder wie ist das Hotel ausgerichtet. Sie sagen, Sie buchen sehr kurzfristig oftmals. Ja. Wie kurzfristig, und ist dann die Auswahl noch so, wie wenn ich meinetwegen ein Jahr vorher buche oder so ein Frühbuche? Oder was hat man da noch für Wahlmöglichkeiten? Die Auswahl ist schon noch sehr groß. Wenn ich natürlich ein ganz bestimmtes Hotel haben möchte, dann kann es mir passieren, dass ich vom Flughafen auch mal ausweichen muss. Also in der Regel reise ich ab Köln. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich dann nach Frankfurt fahre. Nicht nur deshalb, weil dann auch oft mal Preisunterschiede sind, die also im Winter auch bis zu 300 Euro liegen können. Aber normalerweise bekomme ich das Hotel dann auch. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dann auszuweichen, mal ein alternatives Hotel auszuprobieren. Also ich bin da jetzt nicht jemand, der immer in ein das gleiche Hotel fahren muss. Mhm. Aber das geht schon ganz gut. Es gibt ja viele Informationen auf der argonaut.de über die Hotels schon. Reicht Ihnen das als Info? Oder haben das Sie reicht mir sehr. Ja. Das reicht mir sehr. Das reicht mir sehr, und ich kann dann darüber hinaus auch nochmal gucken, ob ich dann nicht eine Homepage vom entsprechenden Hotel finde. Gute Hotels haben das in der Regel immer, und dann hole ich mir da noch Informationen. Also das geht schon. Wichtig ist halt, dass man sich vorher ganz klar überlegt, was möchte ich, wie soll mein Urlaub aussehen. Möchte ich einen Strandurlaub machen, möchte ich lange Strandspaziergänge machen, dann würde ich vielleicht nicht die Kemer-Region beispielsweise in der Türkei wählen. Sehr steinig da oben. Oder die lykische oder ägäische Küste. Dafür habe ich dann sehr schöne Hotels, die am Hang gelegen sind, mit sensationellen Ausblicken. Das wäre die Alternative. Also ich muss schon vorher genau mir überlegen und mit meinem Partner überlegen, was soll gemacht werden im Urlaub. Ja, dann danke erstmal bis dahin. Ich danke Ihnen. Wir haben also erfahren, es ist wichtig, sich die Region, in die man fährt, genau vorher anzugucken, auf seine Bedürfnisse abzustimmen, richtig. Sich das ruhig auf der argonaut.de oder auf diversen anderen Seiten mal anzuschauen in der Gegend. Und ein paar genauere Tipps zu anderen Urlaubsformen bekommen wir jetzt noch von Dirk.
Dank euch beiden und wir kommen hier zu einer kleinen, aber intimen Expertenrunde. Intim deswegen, weil wir hier zwar zwei Personen sind, aber nur ein Experte da ist und das ist Fabian Frank von Argonaut. Hallo, Hallo, schön, dass du bei uns bist. Du bist in der Kundenberatung und im Reiseverkauf für die Kunden tätig. Richtig. Bei Argonaut und wir wollen uns unterhalten über Familienreisen. Was ist wichtig bei dieser Planung und da kennst du dich bestens aus, denke ich. Ja, also als Familienreisende immer wichtig darauf zu achten, bestenfalls früh zu buchen, weil Kapazitäten für Familien häufig sehr schnell aufgebraucht sind, gerade auch zu den beliebten Ferienterminen, die ja häufig dann am liebsten gebucht werden. Ne, natürlich. Also daher möglichst früh buchen, um die Termine auch zu sichern, dann, um das, was man haben möchte, in jedem Fall auch zu bekommen. Dann. Je größer die Familie ist, desto höher natürlich die Kosten immer für den Urlaub. Auf was sollte man da achten? Jetzt habe ich auch gelesen, dass oft die Zimmerwahl letztlich wichtiger ist als der eigentliche Preis. Ja. Ist da was dran? Ja, also man sollte nicht zu sehr auf den Preis schauen. Letztendlich, wenn man sich eine 14-tägige Reise annimmt, wo man in einem kleinen Zimmer mit vielleicht 4, maximal 5, 6 Personen, je nach Familiengröße, natürlich auch seinen Urlaub verbringen möchte, ist es durchaus unangenehm, wenn man in dieser Zeit aus dem Koffer leben muss und keinerlei Abstellmöglichkeiten hat oder zusammen auf einem großen Zimmer. Daher nicht auf den Pfennig achten, vielleicht ein wenig mehr Geld ausgeben und damit auch ein bisschen größeres Domizil zu beziehen, um halt auch den Platz zu haben und auch einen gemütlichen Urlaub und einen angenehmen Urlaub verbringen zu können. Es ist natürlich so, das heißt, wenn ich mit meiner Familie in Urlaub fahre, fliege ich ja meist in die Sonne, da bin ich gar nicht so viel auf dem Zimmer. Also der Preis spielt schon immer, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle. Und Preis ist auch das zweite Thema. Gesamtpreis pro Personenpreis, was ist letztlich der wichtigere Teil? Oder wo gibt es einen Unterschied? Ich meine, wenn ich jetzt mit 6 Leuten fahre und habe 6 mal den Preis X, komme ich auf den Gesamtpreis. Oder gibt es dann noch einen Unterschied zu einem Gesamtpreis, der vielleicht darunter liegen kann? Auch das ist möglich, natürlich. Man sollte da nicht zu sehr auf den Erwachsenenpreis schauen. Man muss sich die Preise im Teil natürlich auch einzeln angucken. Aber der Gesamtpreis letztendlich für die Familie ist entscheidend. Es ist ja eine Gruppe, die gemeinsam reist sozusagen. Häufig sind es relativ hohe Preise für den einzelnen Erwachsenen, wobei sehr, sehr günstige Kinderfestpreise auch mit ins Spiel kommen. Somit entsteht da quasi auf den Gesamtpreis ein guter Schnitt, ja, wo jeder mit zufrieden sein sollte. Wobei dennoch dann günstige Kinderfestpreise da auch mit hineinbezogen werden können. Wo ich den Experten hier schon mal habe, was ist denn so das ideale Familienangebot, wenn ich im Frühjahr weg möchte, sagen wir mal Osterferien, und ich habe auch kleine Kinder dabei, das heißt, es sollte nicht allzu heiß sein. Würde ich auf jeden Fall zum Beispiel die beliebte deutsche Ferieninsel Mallorca in jedem Fall empfehlen. Ja, absolut, kann man nichts mehr falsch machen, ist immer sehr gut. Infrastrukturen sind sehr gut, ärztliche Versorgung vor allen Dingen ist sehr gut. Flach abfallende Sandstrände, was auch für Kleinkinder sehr angenehm ist, damit man die Kinder im Blick hat, ohne dass sie sich an irgendwelchen Felsen wehtun können oder ähnliches. Als Alternative vielleicht auch Fuerteventura, da ist auch sehr gute Infrastruktur und wunderbare Sandstrände natürlich auch. Und beides auch nicht so wahnsinnig teuer, für Familien auch immer wichtig. Richtig. Schön, dass du bei uns warst. Gerne. Ich danke dir. Ihnen. Hat mir vor allen Dingen auch sehr geholfen mit meiner großen Familie. Und jetzt schauen wir noch mal nach Individualreisen, nach Singlereisen. Gar nicht so sehr mein Gebiet, sondern vielmehr Ullis Gebiet. Und der hat einen Gast da bei sich auf dem Sofa sitzen, mit dem er da wirklich perfekt plaudern kann. Also Ulli, los geht's.